Eine Flagge wird erst zur Nationalflagge durch das Blut, das für sie vergossen wird. Unser Land ist voller Ungerechtigkeiten. Dagegen müssen wir uns wehren. Wenn wir stillhalten aus Angst vor Konsequenzen, dann nehmen sie uns auch noch unsere Würde. Mehr als 100.000 Beamte wurden aus dem öffentlichen Dienst entlassen. Mehr als 150 Journalisten sitzen im Gefängnis. Oppositionelle Medien wurden geschlossen. Wir wurden alle einfach festgenommen, ohne Beweise. 246 Jahre Haft wegen Mordes und Umsturzversuchs, so die Anklage. Wenn man bedenkt, dass wir die ganze Nacht unbewaffnet in der Kaserne herumsaßen, ist das schon tragikomisch. Das Malen, sagt Furkan, lenkt ab. Seinen eigentlichen Namen möchte er nicht nennen. Furkan war Schüler der Luftwaffenakademie. Er wollte F-16-Kampfpilot werden. Kurz vor dem Ende seiner Ausbildung kam die Nacht des 15. Juli 2016. Es war so gegen 21 Uhr, da haben wir plötzlich F-16-Kampfflugzeuge über der Stadt gehört. Einige von uns sind ins Internet. Da stand, dass die Brücken in Istanbul gesperrt sind. Wir hörten überall Schüsse. Wir sind mit dem Hauptmann in die Kantine und da haben wir dann im Fernsehen mitbekommen, dass ein Putschversuch läuft. Furkans Welt schwankt. Was ist hier los? Wer putscht? In seiner Kaserne in Ankara herrscht in diesen Stunden Chaos. Die Kadetten wissen nichts. Ihr Offizier ist genauso überrascht und ratlos. Der Hauptmann befahl dann, wir sollten uns abmarschbereit machen. Hier in der Kaserne sei es nicht sicher. Unser Stützpunkt lag mitten im Kampfgeschehen. Wir konnten die Helikopter und Kampfflugzeuge im Tiefflug sehen, wie sie Schüsse abfeuerten. Wir hatten Angst, dass wir auch ein Ziel sein könnten. Kampfflugzeuge nehmen das Parlament in Ankara unter Beschuss. In Istanbul blockieren Panzereinheiten Verkehrsadern, eröffnen das Feuer. Es wird die blutigste Nacht in der jüngeren Geschichte der Türkei. Putschende Soldaten stürmen an der Küste ein Urlaubshotel auf der Jagd nach Staatspräsident Erdogan. Der bittet in einem dramatischen Videoanruf im Fernsehen die Bürger um Hilfe. Ich lade unser Volk ein, auf die Straße zu gehen. Kommen Sie zum Flughafen. Zeigen Sie dieser Minderheit mit ihren Panzern und ihren Waffen, dass sie mit dem Volk nicht machen können, was sie wollen. Viele folgen dem Aufruf, riskieren ihr Leben, um die Panzer aufzuhalten. 2700 Bürger werden dabei verletzt. 249 Menschen lassen in dieser Nacht ihr Leben, die meisten von ihnen Zivilisten. Der Präsident spricht von Märtyrern. Das Ganze ist ein Verrat, ein Aufstand. Und lassen Sie mich das jetzt schon sagen, die Verantwortlichen werden einen sehr hohen Preis dafür zahlen. Am Morgen ist der Putsch gescheitert. Nur ein kleiner Teil der Armee war beteiligt. Mitglieder des sogenannten Gülen-Netzwerks, sagt die Regierung. Erdogan ergreift die Chance, jetzt ungehindert gegen seine politischen Gegner vorzugehen, seine neue Türkei zu verwirklichen. Von einem Geschenk Gottes spricht der Präsident und verhängt den Ausnahmezustand. Die Massenverhaftungen beginnen. Seither leben viele Türken in Angst vor Entlassung oder Verfolgung als angebliche Terrorunterstützer. Das Ziel des Ausnahmezustands in unserem Land ist es, möglichst schnell und wirksam diese Bedrohung für die Demokratie
den Rechtsstaat und die Freiheit der Bürger zu beseitigen. Für Furkan war es das Ende einer Karriere, die nicht einmal richtig begonnen hatte. 6 Monate saß er nach dem Putsch in Untersuchungshaft. Jetzt wartet er auf seinen Prozess. Aus der Armee wurde er unehrenhaft entlassen. Bis zum 15. Juli waren wir für alle so etwas wie Helden. Wir waren Schüler der Luftwaffenakademie. Aber in dieser Nacht hat sich das auf einen Schlag geändert. Plötzlich waren wir Vaterlandsverräter. Die Polizeibeamten, die uns festgenommen haben, wie sie uns behandelt haben, das hat uns sehr zugesetzt. Euer Leben ist vorbei, sagten sie. Ihr findet nie mehr Arbeit. Vor dem Silivri-Gefängnis in Istanbul warten die Familien der Militärschüler. Menschen, die über Nacht an den Rand der Gesellschaft gedrückt wurden, ihre Söhne, ihre Brüder sollen dabei gewesen sein. Ob das stimmt, wird irgendwann einmal geklärt werden. Die meisten Inhaftierten haben nicht einmal eine Anklageschrift erhalten. Alle paar Wochen gibt es Haftprüfungstermine. Dann versammeln sie sich vor den Toren der Haftanstalt und jubeln, wenn einer ihrer Kameraden freigelassen wird. Vorläufig, die Hauptverhandlungen stehen noch aus. Für Ahmed war es Ende März soweit, nach 9 Monaten U-Haft. Ahmed möchte nicht erkannt werden. Interviews im Fernsehen könnten ihn im Prozess belasten. In der Putschnacht war seine Kompanie in Bussen Richtung Bosporusbrücke unterwegs, als die Polizei sie stoppte und festnahm. Sind Sie Teil des Gülen-Netzwerks, wollte der Haftrichter von ihm wissen. Nein. Warum haben Sie dann Ihren Befehlshaber nicht gestoppt? Das ist schlicht unmöglich. Mein Vorgesetzter ist Offizier. Ich bin Schüler. Da gibt's eine klare Befehlskette. Ich kann nicht gegen den Kommandeur die Waffe ziehen. Woher soll ich wissen, ob das ein Verräter ist oder nicht? Das muss doch alles erst einmal untersucht werden. Heute wird die Haft eines seiner Kameraden geprüft. Wer war wirklich beteiligt am Putsch? Auch ein Jahr danach gibt es mehr Fragen als Antworten. Ahmed droht 3-mal lebenslänglich. Aus der Armee wurde er entlassen. Sein Pass wurde eingezogen, wie bei 50.000 anderen, die das Land nicht mehr verlassen dürfen. Die Opfer der Putschnacht müssen gesühnt werden, fordert die Regierung. Doch im Ausnahmezustand trifft es zunehmend Kritiker des Präsidenten, die gar nicht beteiligt waren. Anfang Mai im Zentrum Ankaras, Bürger versammeln sich an der Menschenrechtsstatue aus Solidarität mit Semih Özakçar und Nuriyeh Gülmen. Die Literaturdozentin und der Grundschullehrer sind seit 2 Monaten im Hungerstreik, ihre Körper schon stark geschwächt. Beide stehen politisch links, sind erklärte Gegner der Politik des Präsidenten. Mit dem Putsch hatten sie nichts zu tun. Trotzdem wurden sie Ende letzten Jahres erst suspendiert, dann aus dem Staatsdienst entfernt. Vorwurf: Unterstützung einer Terrororganisation. Aus Protest ernähren sich die beiden nur noch von Zuckerwasser. Ihr Schicksal berührt viele in der Türkei. Die beiden Pädagogen stehen für tausende Bürger, die seit Monaten unter Willkür und Unrecht leiden. Aufgeben wollen sie trotz des Drucks der Behörden aber nicht. Man kann doch nicht einfach tatenlos zusehen. Sie können sich nicht vorstellen, was sich an den Unis abspielt. Tausende werden über Nacht gefeuert. Sie glauben nicht, wie oft ich hier schon festgenommen wurde. Freunde in Malatya sind 99 Mal festgenommen worden. Aber wir müssen das wahrscheinlich in Kauf nehmen. Eigentlich ist es ganz einfach. Ich will meinen Job zurück. So lange bleibe ich im Hungerstreik. Die Botschaft des Regimes ist klar. Wenn du nicht auf unserer Seite bist, nicht so denkst wie wir, dann machen wir dich fertig. Wir nehmen dir auch die Lebensgrundlage. Die Zahlen sind erschreckend. Woche für Woche Entlassungen, Festnahmen. 50.000 Lehrer und Professoren, 47.000 Soldaten, Offiziere und Polizisten, 4.400 Richter und Staatsanwälte.
und tausende Einrichtungen wurden geschlossen, Schulen, Gewerkschaften, Medien. Hinter jeder Zahl steht ein Schicksal. Tuba Gayret kann noch gar nicht begreifen, wie sie in diesen Strudel geraten konnte. Die Kunstpädagogin wähnte sich glücklich, als sie vor 3 Jahren einen Job als Dozentin an einer neuen Privatuniversität antrat. Doch die Einrichtung wurde von einem Mäzen finanziert, der zum Gülen-Netzwerk gehören soll. Per Dekret wurde die Uni nach dem Putsch dicht gemacht. Jetzt hilft Tuba aus in der Galerie ihrer Mutter. Ihre Jobbewerbungen wurden seither alle abgelehnt. Ich habe keine Straftat begangen, ich stehe auch nicht unter Anklage, aber es trifft mich trotzdem. Warum werde ich für die Schuld von anderen bestraft? Wie der Dozentin geht es vielen. Das falsche Bankkonto, die falsche App auf dem Handy, eine falsche Schule für die Kinder, alles kann zum Verdacht führen, man unterstütze die Putschisten. Ein Klima der Angst und des Misstrauens legt sich über das Land. Man hält dich für schuldig. Wenn die Leute erfahren, was dir passiert ist, kippt gleich die Stimmung. Dann heißt es, du wirst schon irgendwas ausgefressen haben. Ohne Grund werden sie das nicht gemacht haben. Das geschieht dir schon ganz recht. Aus Protest gegen die Entlassungen und Verhaftungen legten Universitätsprofessoren in Ankara symbolisch ihre Talare nieder. Lehre und Wissenschaft werden unter Präsident Erdogan mit Füßen getreten, so der Aufschrei der Akademiker, die dem Präsidenten auch vorwerfen, Unis genauso wie Medien, Justiz und Polizei auf seine politische Linie zwingen zu wollen. Der neue Hörsaal von Kamuran Akın ist ein Park in Ankara. Straßenakademie, weil sie nicht mehr in die Universitäten hinein dürfen. Der Dozent für Stadtentwicklung ist Kurde. Er hatte vor dem Putsch mit 1000 weiteren Akademikern einen Friedensaufruf unterzeichnet zur Beendigung der blutigen Kämpfe im kurdischen Südosten des Landes. Nach dem Putsch wurde Akın entlassen, sein Pass eingezogen. Zusammen mit dutzenden Kollegen, die denselben Friedensappell unterzeichnet hatten. Was mich traurig macht, ist, dass sie mich wegen angeblicher Unterstützung des Putsches entlassen haben. In Wirklichkeit wollen sie linke, kurdische Dozenten loswerden. Deshalb unterrichten wir jetzt auf der Straße. Nach dem Motto, Akademie ist da, wo wir sind. Diyarbakır, die größte Stadt im kurdischen Südosten der Türkei. Eine Hochburg der linken kurdischen Volkspartei HDP. Deren Politiker werden seit Verhängung des Ausnahmezustands massiv verfolgt. Der Staat wirft ihnen Unterstützung der kurdischen Terrororganisation PKK vor. Die Parteivorsitzenden wurden ebenso wie die Bürgermeisterin von Diyarbakır verhaftet. Per Dekret hat der Präsident 79 kurdische Stadtoberhäupter absetzen lassen und durch regierungsnahe Zwangsverwalter ersetzt. Eine falsche Politik, glaubt Bülent Tekin, Schriftsteller aus Diyarbakır. Der Staat setze auf Konflikt statt auf Ausgleich. Man kann eine Zwangsverwaltung nicht gutheißen. Jeder Demokrat, jeder Intellektuelle muss so etwas ablehnen. Das kann auch nicht gut gehen. Die Leidtragenden einer solchen Zwangsverwaltung sind immer die Bürger. Der Zugang zur historischen Altstadt von Diyarbakır ist abgeriegelt. Eine Folge der brutalen Kämpfe, die Anfang letzten Jahres hier tobten. Hinter den Absperrungen Trümmer. Vom dichten Gassengewirr des jahrhundertealten Sur-Viertels ist nichts mehr geblieben. PKK-Kämpfer lieferten sich hier 100 Tage lang Schlachten mit den Sicherheitskräften. Den Preis zahlt wie in anderen kurdischen Kampfgebieten die Zivilbevölkerung. 500.000 Kurden wurden im eigenen Land zu Flüchtlingen. Hausbesitzer am Rande der Altstadt wurden zwangsenteignet. Da, das war mein Haus. Nicht sehr groß, 70 Quadratmeter. Im Juli, nach dem Bayram, muss ich hier raus. Sie haben mir praktisch nichts für mein Haus gezahlt. Ich hatte es vor 4 Jahren für 35 Millionen Lira gekauft und bekomme vom Staat jetzt 19 Millionen. Die Regierung ist bemüht, im Eiltempo zumindest einen Teil des Viertels wieder aufzubauen.
Schule, Wohnungen, eine Moschee. Ein neues Sur soll entstehen. Den kurdischen Bewohnern bleibt nur die Zuschauerrolle. In Zeiten des Ausnahmezustands wagt niemand offene Kritik. Du wachst morgens auf und plötzlich sind wieder Tausende entlassen oder festgenommen worden. Einfach so, per Dekret. Niemand fühlt sich mehr sicher. Jeder ist in Gefahr. Und hier ist das alles noch schlimmer. Weil sie Kurden sind, haben die Menschen noch mehr Angst. Der harte Kurs der Regierung stößt international auf Kritik. Amnesty International fordert, die willkürlichen Vertreibungen in Diyarbakır zu stoppen. Daraufhin wurden Amnesty-Mitarbeiter festgenommen. In Europa verliert Erdogans Türkei zunehmend an Ansehen. Deutlich spüren das die Menschen in Bodrum, wo die Schiffe träge vor Anker liegen. Eigentlich ist jetzt Hochsaison für die bekannten blauen Reisen mit den luxuriösen Holzjachten in der Ägäis. Doch auf Kunden aus Deutschland warten sie hier vergeblich. Die Buchungen sind komplett eingebrochen. Irfan Pınarbaşı ist seit 30 Jahren im Agenturgeschäft. So schlimm wie heute, sagt er, war es noch nie. Naja, wir haben einen Militärputsch hinter uns. Dann ist da noch der Terror von IS und PKK. Und dann die diplomatischen Spannungen mit dem Ausland. All das führt dazu, dass sich die Touristen nicht mehr sicher fühlen. Sie bleiben weg. Der Tourismus brachte Devisen ins Land und erschuf Arbeitsplätze. Jetzt kämpft die Branche ums Überleben, während nebenan in Griechenland alles boomt. Viele Schiffsbesitzer versuchen jetzt, ihre Yacht unter Wert loszuwerden. Andere senken aus Verzweiflung die Preise. Eine Wochenreise, die 1000 Euro kostet, werden sie vielleicht in Zukunft für 250 Euro anbieten. Hauptsache Kunden. Eine Reisegruppe aus Belgien hat dann doch noch den Weg auf Irfans Boot gefunden. Wie lange seine Firma das durchhalten kann, weiß er nicht. Viel Hoffnung ist aber nicht mehr da. Das Image der Türkei ist erst einmal dahin. Es wird dauern, das wiederherzustellen. Mindestens bis 2020. Von der Öffentlichkeit kaum beachtet, hat die Säuberungswelle, wie Präsident Erdogan die Aufarbeitung des Putsches nennt, auch die Wirtschaft erreicht. Weil sie, wie der Möbelhersteller Boydak hier, im Verdacht stehen, das Gülen-Netzwerk zu finanzieren, wurden seit Beginn des Ausnahmezustands 900 Unternehmen unter staatliche Zwangsverwaltung gestellt. Der Wert der Firmen 11 Milliarden Dollar. Im Fall einer Verurteilung wird das Vermögen vom Staat eingezogen. Eine Entwicklung, die ausländische Investoren mit Besorgnis verfolgen. Die Zwangsverwalter stellt der staatliche Einlagensicherungsfonds. Unsere Interviewanfrage lehnte die Behörde ab. Ebenso wie der Finanzminister und der Ministerpräsident. Jubel empfängt den Staatspräsidenten beim Parteitag seiner AKP im Mai. Der harte, autoritäre Kurs Erdogans findet bei seinen Anhängern weiter breite Unterstützung. Kurz zuvor hat Erdogan mitten im Ausnahmezustand ein höchst umstrittenes Referendum für eine neue Verfassung, aber nur knapp mit 51% gewonnen. Es ist sein wichtigster Sieg in seiner langen politischen Laufbahn. Erdogan ist fast am Ziel. Und das Ziel heißt seine neue Türkei. Die kann er jetzt mit weitreichenden Vollmachten als Präsident, Regierungschef und Parteichef nach seinem Willen formen. Mit der Schlagkraft seiner konservativ-islamischen Partei. Die Kritik der Opposition und des Auslands am Abbau von Demokratie und Rechtsstaat weist der Präsident barsch zurück. Die Entlassungen aus dem öffentlichen Dienst, die Festnahmen, die Ermittlungsverfahren,
All diese Maßnahmen sind unbedingt notwendig im Kampf gegen diese Organisation mit ihren blutverschmierten Händen. Die Nation, das türkische Volk, kann einen solchen Verrat nicht hinnehmen. Der Ausnahmezustand bleibt auf jeden Fall in Kraft. Wie lange? Bis das Land wieder in Frieden lebt. Reis nennen sie ihn jetzt voller Bewunderung, ihren Führer. Die neue Verfassung erlaubt Regierung und Präsident noch mehr Kontrolle über die Justiz. Als erstes wird der oberste Rat der Richter und Staatsanwälte neu besetzt. Erdogan versammelt sie bei sich im Palast. Jetzt werde gesäubert, kündigt er an, denn die Justiz sei durchsetzt mit Anhängern des islamischen Predigers Gülen, dem Mann, den Erdogan als Drahtzieher des Putschversuchs verantwortlich macht. Welche Macht der im amerikanischen Exil lebende Prediger Gülen hat, ist schwer abzuschätzen. Offiziell gibt er sich als bescheidener Islamgelehrter. Doch Gülen kontrolliert ein Netz aus Bildungseinrichtungen, Firmen, Medien weltweit. In den 90er Jahren waren der konservative Imam und Erdogan enge Weggefährten. Gülen-Anhänger gelangten schrittweise in immer wichtigere Positionen im Staatsdienst. 2013 dann kam es zum Bruch. Seither verfolgt Erdogan die Gülen-Anhänger als Terroristen. Wie unabhängig ist die türkische Justiz? Gibt es in der Republik Staatsanwälte und Richter, die einem islamischen Netzwerk angehören? Der Abgeordnete der Oppositionspartei CHP, Ilhan Cihaner, hat daran keinen Zweifel. Der Mann ist Insider, er war jahrelang Oberstaatsanwalt. Gülen-Anhänger, sagt er, sind keine Opfer, sie sind Täter und sie haben einen langen Arm im Staat. Vor 10 Jahren ermittelte Cihaner gegen Gülen nahe Gruppen. Die Folge: Der Staatsanwalt musste 4 Monate in U-Haft, er wurde degradiert und strafversetzt. Wer sich damals mit Gülen-Leuten anlegte, sagt Cihaner, wurde vernichtet. Die haben alle abgehört. Die Militärs im Generalstab, die Richter und die Mitschriften haben sie dann in der Öffentlichkeit lanciert und so wichtige Amtsträger diskreditiert. Die haben die politische Landschaft nach ihrem Willen geformt. In der Zeit saßen die Regierungspartei AKP und die Gülen-Bewegung in einem Boot. Der Regierungschef hat selbst gesagt, wir haben ihnen doch alles gegeben, was sie wollten. Auch die Opposition ist überzeugt, dass Gülen-Anhänger eine unheilvolle Machtstellung in der Justiz, den Sicherheitskräften und der Verwaltung erlangt haben. Doch die Willkür, mit der Regierung und Präsident jetzt das Land überziehen und jeden Kritiker als Putschisten abstempeln, das trübe den Blick auf das eigentliche Problem, nämlich die Frage, wer war wirklich beteiligt am Putsch. Viel Verwirrung, wenig Erkenntnisse. Mir ist klar, dass die Ereignisse hier in Europa schwer nachvollziehbar sind. Aber die Bomben auf das Parlament in der Putschnacht sind eine Tatsache. Diese Gülen-Terroristen gibt es, das ist keine Erfindung. Die Türkei muss mit dieser Bedrohung im Inneren fertig werden, aber im rechtsstaatlichen Rahmen. Da gilt es, eine Balance zu wahren zwischen Strafinteresse und Rechtsstaatlichkeit. Nur ist die AKP angesichts ihrer langen Unterstützung der Gülen-Leute denkbar ungeeignet, das glaubwürdig umzusetzen. Auch ins Militär soll das Gülen-Netzwerk seine Anhänger eingeschleust haben. Das Verhältnis Erdogans zum Militär ist zwiespältig. Zu Beginn seiner Karriere wollte die Armee ihn ins Abseits drängen. Dann ließ Erdogan 2009 große Teile der Armeeführung wegen angeblicher Verschwörung ins Gefängnis werfen.
Einer der Verurteilten war Dosun Çiçek, Marineoberst im Generalstab. Die schlimmste Zeit in meinem Leben, sagt er heute. Nach 5 Jahren Haft wird er von einem Berufungsgericht rehabilitiert. Seine Verurteilung war mit gefälschten Beweisen manipuliert worden. Ein Fall von politischer Justiz, sagt der Offizier, gesteuert von der Regierung, ausgeführt von Gülen-nahen Richtern. Heute ist Çiçek Abgeordneter der CHP-Opposition. Dass jetzt gegen Gülen-Anhänger im Militär vorgegangen wird, begrüßt er. Aber wieso erst jetzt? Çiçek sieht einen Zusammenhang zwischen seinem Verfahren damals und dem Putschversuch. Als wir 2009 ins Gefängnis mussten, hat Gülen seine militanten Anhänger in die freien Stellen aufrücken lassen. Dadurch sind sie erst in Positionen gelangt, die den Putsch letztes Jahr möglich gemacht haben. Dass sie so mächtig werden konnten, hat die Regierung zu verantworten, die bis 2013 mit ihnen zusammengearbeitet hat. Und die NATO hat auf unsere Warnungen nicht gehört. Im Mai beginnt die Gerichtsverhandlung gegen die mutmaßlichen Anführer des Putsches. 200 Angeklagte, hohe Offiziere werden vor laufenden Kameras wie in einem Schauprozess vorgeführt. Hinter den Absperrungen ruft die Menge nach der Todesstrafe. Ein parlamentarischer Untersuchungsausschuss hat zuvor Gülen und seine Bewegung für den Putsch verantwortlich gemacht. 8000 Soldaten, ein Drittel der Generalität, soll beteiligt gewesen sein. Die Opposition kritisiert, dass viele einfache Soldaten willkürlich beschuldigt wurden. Man müsse jeden Fall einzeln juristisch prüfen. Mit einem Dekret die Karriere von 20.000 Kadetten zu beenden, ihre Ziele, ihre Träume, das ist rechtlich nicht zu vertreten. Wir erwarten dazu eine klare Stellungnahme vom Verfassungsgericht. Es gilt das Unschuldsprinzip, solange keine Straftat bewiesen wurde. Wir werden an der Seite dieser jungen Leute für Gerechtigkeit kämpfen. Den drohenden Absturz in einen Unrechtsstaat werden wir verhindern, sagt die Opposition und beginnt einen Marsch durchs Land. Der 68-jährige Parteivorsitzende der CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, macht sich am 15. Juni mit Anhängern auf den Weg von Ankara nach Istanbul, 450 Kilometer zu Fuß. Mit dabei auch Eltern von inhaftierten Militärschülern. Sie alle fordern nur eins: Adalet, Gerechtigkeit. Was als Protest gegen die Verhaftung von Abgeordneten begann, wird zu einem nationalen Aufschrei aller Kräfte, die Erdogans autoritären Kurs ablehnen. Man versucht, Druck auf uns auszuüben, uns zu behindern, zu provozieren. Jedes Mittel ist ihnen recht. Erdogan zieht täglich über uns her. Aber wir werden dem Land Frieden und Gerechtigkeit zurückbringen. Dazu sind wir entschlossen. Auf ihrem Marsch passieren sie Dörfer, deren Bewohner begeisterte Anhänger Erdogans sind. Hier haben die meisten nur Hohn und Spott für die Aktion der Opposition übrig. Sie empfangen den Gerechtigkeitsmarsch mit herausfordernden Recep Tayyip Erdogan-Rufen. Die tiefe Spaltung des Landes ist hier mit Händen zu greifen. Die Polizei ist bemüht, die politischen Gegner im Dorf auseinanderzuhalten. Warum sind die nicht in der Putschnacht gelaufen? Wo waren die am 15. Juli, als wir auf den Plätzen waren? Da waren die am Bankautomaten und haben Geld abgehoben, die Angsthasen. Wir waren auf den Plätzen. Die machen uns doch in der ganzen Welt lächerlich. Am vergangenen Wochenende kommt der Marsch in Istanbul an. Mehr als 1 Million Menschen sind dabei. Sie trotzen dem Klima der Angst, nach einem Jahr Ausnahmezustand mit Willkür, Verhaftungen und Massenentlassungen. Die neue Türkei von Präsident Erdogan, hier will sie niemand. Am 15. Juli gab es einen Putschversuch. Aber kurz danach, am 20. Juli, wurde der Ausnahmezustand verhängt. Für uns war das ein ziviler Putsch. Und der Hauptakteur dieses Putsches ist Recep Tayyip Erdogan.
In der Türkei wird nichts mehr so sein wie vor dem 15. Juli. Das sollte jeder wissen. Wir haben eine neue Ära im Kampf gegen alle Terrororganisationen im In- und Ausland eingeleitet. Die Menschenrechtsstatue in Ankara ist verwaist, von der Polizei abgesperrt. Kurz nach unseren Filmaufnahmen wurden die Hungerstreikenden verhaftet. Ihr Gesundheitszustand ist kritisch. Jede Solidaritätsaktion haben die Behörden verboten. Nichts soll mehr an die Hungerstreikenden erinnern.